Elitwade hier, willkommen zu einem weiteren Video zu Bloons Tower Defense 6. Heute im Video werde ich euch eine Taktik zeigen, womit ihr auch eine der schwersten Maps im gesamten Spiel im Schimpansenmodus schaffen könnt. Das Problem mit dieser Taktik ist, ich sitze jetzt wirklich lange dran und ich kriege die nicht konsistent hin. Da ist so viel RNG dabei, die Taktik klappt, damit kann man das schaffen. Ich würde aber jedem empfehlen, der die Taktik nachmachen will, geh erstmal auch in den Herausforderungsbrowser, stell dir einen schwer Schimpanse und probier das erstmal selber. Die Taktik ist übrigens auch nicht zu 100% von mir. Ich hatte eine Taktik, die so ansatzweise funktioniert hat. Aber dann habe ich ein Video vom YouTuber ChompChomp gesehen. Und der hatte ein Placement besser, und zwar das Affendorf. Ich habe das immer hier oben platziert. Und der hat eine Taktik gefunden, wie man das besser zentraler platzieren kann. Und das habe ich adaptiert. Und deswegen, die Taktik da ist auch mal in der Videobeschreibung verlinkt. Aber gut, ihr fangt an mit einem Wurfelaffen nach da oben und einem U-Boot hierhin. Das müsst ihr immer machen bei Autsch. Und jetzt ist es übrigens auch ein bisschen raten, ob das klappt, weil es kann sein, dass das U-Boot nicht perfekt platziert ist und dass wir dann nochmal neu anfangen müssen. Es kann aber sein, dass das jetzt passt. Hat gepasst. Okay, oh, jetzt für Runde 7. Bessere Reichweite. Und das nächste Update kommt ja auch schon in 2 Wochen. Deswegen wollte ich das jetzt halt unbedingt vorstellen. Und ja, ich werde euch natürlich auch hier Tipps geben, dass ihr es dann hinkriegen könnt. So, als nächstes machen wir das U-Boot. Das muss relativ zentral sein. So. Timing fahren. Da merkt man schon, belastend. Relativ zentral muss das sein. Dann machen wir den jetzt hier. Okay, gut. Und ja, die Taktik ist halt trotzdem lustig, weil bei dieser Taktik macht halt der Piratenfürst am Ende über 1 Million Schaden. Je nachdem, was man am Ende macht, kann er sogar bis zu 1,5 Millionen Schaden machen. In einer Taktik, die funktioniert. Ich werde gleich dazu kommen, wie das sein kann. Als nächstes gehen wir hier auf Zwingskanonen. Und ja, falls du übrigens neu bist und Conne zum Bloons feierst, kannst du mal sehr gerne ein Abo da lassen. Mein Ziel sind die 300.000 Abonnenten bis zum Ende des Jahres. Das wird sehr, sehr knapp. Wenn du mich dabei unterstützen willst, wäre ein Abo sehr cool oder auch ein Daumen nach oben. Ich brauche eine Autsch-Pause. Ich wäre vielleicht ein bisschen angetriebener, wenn ich Autsch noch nicht geschafft hätte, aber ich habe Autsch ja schon im Schimpansenmodus geschafft. Und deswegen, jetzt müssen wir uns Briquel raushauen. Hier so ungefähr. Ja, ist jetzt nicht ideal. Alles andere als ideal, aber passt. Es kann sein, dass man in der Runde vorher ein bisschen kaputt geht. Dann muss man tatsächlich größere Reichweite nochmal machen, damit das geht. Also es ist auf jeden Fall keine Taktik für einen schwarzen Rand. Einen goldenen Rand kriegt man bestimmt. Aber raustabben ist jetzt nicht unwichtig. Das ging kaputt. Dann machen wir jetzt die größere Reichweite. Den skillen wir jetzt auf 202. Ah, das war durchgekommen. Fantastisch. Mehr RNG-Schwert. So, dann gehen wir hier auf Stärksten. Weil eigentlich soll hier keiner durchgehen. Aber da ist einer durchgerannt. Jetzt, wo der auf Stärksten ist, müsste das passen. Links oben war das einer. Ja, jetzt gepasst. Gut. Dann stellt hier den auch noch auf Stärksten zur Sicherheit. Ich gebe euch jetzt halt Tipps mit, wie ihr diesen Zufallsfaktor minimieren könnt. Aber der ist halt trotzdem existent. Der ist halt trotzdem da. Aber wenn man den auf Stärksten stellt, dann ist das wohl für den Anfang ein bisschen besser. Okay, jetzt für Runde 18. Da muss man die Fähigkeit aktivieren. Da habe ich ja gesagt, wenn jetzt eine grüne Welle kommt, dann aktiviert die Briquels Fähigkeit. Achtung. Achtung, 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 Achtung. Jetzt. Und das macht dann die Runde kaputt. Dann skillt hier unten auf Luftignationspfeile. Oh, das ist gut. Ja. Also das scheint zu funktionieren. Runde 18, gleich Runde 23 und Runde 27. Ich hoffe, das funktioniert genauso. Dinge scheinen zu funktionieren. Aber ja, es ist halt awkward so. Das ist halt ein bisschen belastend. Deswegen war die Taktik mit Geraldo halt auch so gut, weil die war halt nicht unangenehm und belastend, weil Geraldo halt so hart getragen hat. So, dann skillt ihr jetzt hier oben auf Stufe 3, taucht aber direkt wieder auf. Das Abtauchen braucht ihr erst in Runde 24. Was wir jetzt für die Runde brauchen, in der Regel, den Boost. Okay, war jetzt nicht nötig, fantastisch. So. Manchmal braucht man den aber. Zufallsfaktoren, fantastisch. Gehen wir auch nicht gegenüber, wenn der auf Stärksten ist? Wäre das eine Änderung? Weil wenn ja, würde ich dann sagen, lasst den immer auf Stärksten. Okay, gut, gut, gut. Dann ist das jetzt ein Upgrade, was ich jetzt gerade gelernt habe für mich. Der muss auf Stärksten sein. Fürs Early Game. Stärksten und halt für die Runde, wo er abtauchen muss, abgetaucht. Ansonsten Stärksten. Den skillen wir übrigens auch bis Runde 40 auf Plutonium-Reaktor. Da müsst ihr dann nichts mehr machen mit Stärksten. Aber das nur kurz einmal zu mitnehmen. Okay. Das ging jetzt sogar kaputt ohne Schiff. Was eigentlich keinen Sinn macht. Gut. So, Runde 27. Fähigkeit aktivieren. Jetzt noch nicht. Jetzt auch noch nicht. Safe noch nicht.
Ich habe immer noch nicht. Jetzt. Hey, jetzt funktioniert. ich glaube, man merkt, wie viele Nerven mir diese Map hier schon geraubt hat, ne? Mit Bullshit. Es ist halt Bullshit. Es ist halt schwer, eine consistent Taktik hinzukriegen, wenn du halt immer in unterschiedlichen Runden kaputt gehst. Jetzt hier mit ihnen auf stärksten, das ist mir halt jetzt erst aufgefallen. Aber das ist ein gutes Upgrade. Da ist das Early Game zumindest ein bisschen mehr consistent. Und wenn das jetzt so macht, wie ich das gesagt habe, dann kriegt ihr es bis Runde 40 dann wahrscheinlich consistent hin ungefähr. Jetzt sparen wir auf Plutonium-Reaktor, dass wir das raushauen. Und in der Runde, wo wir Plutonium-Reaktor skillen, müssen wir auch nochmal Brigels Fähigkeit einsetzen. Wichtig, wir müssen gleich die nächste Runde nochmal abtauchen, ohne 33 kommen Unsichtbare. Aber hey, fantastisch. In der Runde mit Abtauchen bin ich übrigens auch schon mal Game Over gegangen. Also kann auch sein, dass das jetzt nicht funktioniert. Macht rational gesehen keinen Sinn, aber es kann passieren. Deswegen haut er vielleicht auch mal lieber die Fähigkeit raus, zur Sicherheit, wenn gleich die Gelben kommen. Auch wenn es bescheuert ist. Es ist halt nur zum Rausfinden sehr nervig. Zum Spielen ist nur sehr nervig. So, jetzt hier die Runde. Plutonium-Reaktor, wir können abtauchen. Wir tauchen ab. Und wenn gleich was Krasseres kommen sollte, jetzt Fähigkeit. Soll es gewesen sein. So, dann machen wir jetzt hier gleich Kanonenschiff. Boom. Und dann haben wir jetzt das Early Game geschafft. Jetzt fühle ich mich ansatzweise komfortabel für ein bisschen. Runde 40 kann man nochmal stolpern. Wir machen jetzt aber hier einen Alchemisten hin. So, der muss nach hier unten. Ich hatte ihn erst immer ein bisschen weiter geskillt, ich glaube vierfach. Aber dann halt im Video von Chom Chom, was ich gesehen habe. Der heißt ja so, der Kanal, ne? Der hatte das nur oben auf 3 geskillt. Dann habe ich das auch probiert und gemerkt, ja, okay, macht schon Sinn, funktioniert. Deswegen, den müsst ihr erstmal nur auf dreifach skillen. Zum Ende skill ich ihn trotzdem mal weiter, aber dreifach reicht erstmal. Dann haut ihr jetzt noch einen Eisaffen raus. Den macht ihr möglichst weit nach unten, das ist wichtig. Also hier, in diesem Knick, möglichst weit nach unten. Weil der ist nachher wichtig für das Affendorf. Experten werden schon wissen, was wir damit machen müssen. Aber theoretisch eine lustige Taktik. Es ist so nervig, diese Map. So, jetzt tauchen wir auf für die Runde. Erster, stärkster, ist egal. Und sobald der angegriffen werden kann, der Fähigkeit. Und es rennt durch. Wohin? So, Fähigkeit. Okay, ich habe die Fähigkeit zu spät aktiviert. Das muss es gewesen sein. Okay, dann für Runde 40 der Hinweis für euch, damit ihr schaffen müsst. Setzt die Fähigkeit ein, sobald der Moab von mir aus hier in der Reichweite, also hier. Sobald der Moab hier ist, Fähigkeit. Dann spart ihr jetzt auf den Affenpiraten. Und nachdem der Affenpirat raus ist, müsst ihr dann was mit den Eisaffen machen. Und ich habe den Eisaffen übrigens jetzt rausgehauen. Da sagt man ja, ah, ist vielleicht ein Fehler, weil er nimmt dir ja einen Trank weg. Aber es macht schon Sinn, weil in Runde 39 kann manchmal einer hier durchrennen. Ist schon ein paar Mal passiert. Und wenn er das einfriert, rennt er halt nicht durch. Also jetzt tauchen wir hier ab. Abgetaucht. Und Piraten. Ja, gut. Sehr gut. Okay, dann skillen wir jetzt den. Unten, Mitte, Mitte. Gleich noch zweimal Mitte. Und die Faustregel jetzt ist ungefähr, wenn eine Runde kommt und Keramik ankommt, macht das schon Sinn, die Fähigkeit von Brickell zu aktivieren. Weil Keramik muss man jetzt noch ein bisschen Hilfe mitnehmen von der Fähigkeit. Deswegen Keramik gleich Fähigkeit. So, arktischer Wind. Und das machen wir gleich noch zu Schneesturm. Und die Schneesturmfähigkeit ist auch wichtig und die müssen wir viel einsetzen. Gut, weiter. Keramik. Ist es hier nötig? Okay, war jetzt nicht nötig. Aber hätten wir mal... Oder jetzt. Für die Runde jetzt. Okay, Runde 47. Safe. Für Runde 47 muss man safe die Fähigkeit aktivieren. Da lege ich meine Hand für ins Feuer. So, Schneesturm. Jetzt können wir noch einfrieren. Das gibt uns ein paar mehr Möglichkeiten. Wenn mal was weiterkommt, dann friere ich das einfach ein. Ist sehr, sehr hilfreich. Die Einfrierfähigkeit ist übrigens auch sehr elite für Runde 63 nachher. Das Affendorf kann man jetzt auf dem Wasser platzieren. Jetzt, wo es eingefroren ist. So. Das machen wir dann oben. Gleich nochmal oben. Ich halte die Finger auf den Fähigkeiten. Trommeln. Fähigkeitengebrauch. Ich mach mal, ich friere mal ein. Ist Keramik, ist Keramik. Keramik gleich Fähigkeit. Faustregel. So, und dann machen wir jetzt hier unten noch ein Eis... Oh, stopp. Jetzt gehen wir jetzt hier unten noch auf Affen-Business und Affenhandel, dass Dinge günstiger sind. Dann gehen wir jetzt hier auf den Eisaffen. Und ja, dieses Placement hier hatte ich vorher nicht. Ich hatte das Affendorf, wie gesagt, hier oben. Und da hat das halt keine Kombo-Fähigkeit mit den Eisaffen gehabt. Und den Eisaffen hatte ich auch nicht hier, sondern hier.
und die Position hier ist aber deutlich besser. Deswegen Shoutout an Chomp Chomp, von dem ich mir halt wirklich jetzt viel rausgeschwitzt habe. Ich hatte erst was probiert mit Kältewelle, weil das für die DDT-Runden wichtig ist. Aber ich werde das jetzt mit der Taktik machen, wo das egal ist, und deswegen können wir den auch wieder unten, Mitte, Mitte und gleich nochmal Mitte, Mitte-Skill. Den jetzt machen wir mit der Fähigkeit. Gleich kommt noch ein Moab, den machen wir mit dem Griff. Einfrieren nötig. Ist nicht nötig. So, nochmal da. Dann greifen wir. Zack. Weil wir kriegen mit dem Schiff stabil nur den oberen Weg eigentlich kaputt. Und wenn einer von hier oben kommt und gerade von hier unten kommt, gut, den linken Weg kriegen wir auch noch. Aber wenn hier unten einer kommt, da muss man schon aufpassen. Jetzt skillen wir einmal hier das Affendorf nochmal hier oben. Zack. Bessere Reichweite. Und ich habe das auch gerne eigentlich weiter geskillt, aber ich lasse es jetzt erstmal hier so, weil das Geld sparen wir uns jetzt und wir sparen jetzt auf eine Piratenfürst. Das ist gut. Wenn vom anderen Weg was kommt, können wir einfrieren. Immer wenn halt ein Moab relativ weit kommt, einfrieren, Griff. Wenn Keramik weit kommt, den Boost. Und deswegen jetzt einfach aktiv die Fähigkeit im Auge behalten und gucken, wie weit alles kommt. Da unten kommt einer, den würde ich gerne weggreifen. So, einfach zur Sicherheit. Deswegen, da hangeln wir uns jetzt ein bisschen durch. Bei der Grifffähigkeit relativ wichtig, ihr greift nicht, wenn der von hier oben kommt. Weil der von hier oben, den kriegt ihr eigentlich auch ohne Fähigkeit kaputt. Ich mache jetzt kurz noch eine Fähigkeit. Ihr wollt nur greifen, wenn der von rechts kommt, von unten kommt und gegebenenfalls von links kommt. Und das mittlere Game macht auch mir persönlich am meisten Spaß, weil du halt mit den Fähigkeiten am meisten machen kannst und das relativ entspannt ist und kreativ ist. Da kommt jetzt Runde 60. Runde 60 können wir einfach packen, da. Easy. Falsch. Wo ist der Gepanzerte? Ich weiß, es kommt nicht an. Wo bist du? Da, okay. Dann machen wir jetzt Boost. Bombe für den, der unten gleich kommt, der gepanzert. So. Und das müsste gehen, ne? Ja. Aber das meine ich. Du kannst halt kreative Lösungen finden. Das finde ich richtig, richtig gut. Und ich glaube auch wirklich jetzt hier halt Dinge auszusprechen, wie zum Beispiel U-Boot am Anfang auf stärksten. Das hilft. Das ist ja auch generell ein Tipp beim Lernen. Wenn du halt, also für mich zumindest, gibt ja bestimmte Lerntypen. Aber wenn ich Dinge ausspreche, kann ich das leichter merken. Und das geht dann leichter in meinen Kopf rein. Und deswegen, ich glaube, das kann schon funktionieren, aber teste das natürlich trotzdem lieber einmal im Challenge-Editor. Sobald die Keramikwelle kommt, einfriert. Geht kaputt. Nächste Keramikwelle. Achtung. Einfrieren. Die Fähigkeit lädt sich jetzt nochmal rechtzeitig auf. Was machen wir mit der nächsten Keramikwelle? Achtung. Einfrieren. Okay, Runde 64. Ein frühes Einfrieren ist wichtig. Hämmert, einfrieren. So. Gut. Dann machen wir jetzt den Boost. Jetzt die Bombe für die Gepanzerten. Und das war's. Okay, sehr gut. Sehr gut. Das müsst ihr so machen. Ich habe es gerade 2-3 Mal getestet mit anderen Varianten. Das müsst ihr so machen. Die Bombe müsst ihr euch aufspannen für die Gepanzerten. Einfrieren so früh wie es geht. Und den Boost müsst ihr auch raushauen. Bitte? Ich spamme nur die Taste. Wenn ihr draußen ist, ist alles gut. Ich kann noch einfrieren. Ich glaube, ich hab's. Ich glaube, ich hab's. Come on. Gib's mir. Spiel. Please. Come on. 100 noch. 100 auch. Ja, oh, okay. Pirate bist draußen. Halleluja. Jetzt haben wir ein bisschen Ruhe, weil der Piratenfürst ist Elite. Da machen wir jetzt einen Heli. Den machen wir hier auf die rechte Seite. Wichtig, nicht auf die linke Seite. Die linke Seite brauchen wir gleich noch für was anderes. Ganz, ganz wichtig. So, und den Heli skillen wir dann Mitte, Mitte. Und gleich nochmal Mitte mit Fallwind. Das ist auch super hilfreich. Weil ohne den Heli kommt halt so ein bisschen Keramik immer noch manchmal durch, halt ein Kleinvieh. Die Taktik, wie gesagt, die Taktik macht Fun. Nur halt oft immer Dinge zu versuchen. Die 90er-Runden werden nochmal hart sein übrigens. Aber ja, oft Dinge zu versuchen, die da nicht klappen. So, jetzt hier unten nochmal. Das ist frustrierend, weil du willst ja einfach nur Erfolg haben. So, den Heli könnt ihr im Grunde hier unten parken jetzt. Mit der Skillung. Und das kriegt das meiste hin. Wir machen jetzt hier noch links einen Eisaffen. Den skillen wir Mitte einmal und dann unten, unten. Das kann dann ein bisschen was aufhalten, ist nicht unwichtig. So, und jetzt sind wir in dem Bereich übrigens, wo ihr kreativ werden könnt. In dem Bereich bin ich auch kreativ geworden schon ein paar Mal, weil jetzt könnt ihr im Grunde machen, was ihr wollt. Das, was wir jetzt draußen haben, ist gut genug, um uns bis Runde, ich sag mal, 95 zu bringen. In der Zeit baut man sich, ich glaube, 65.000 auf ungefähr. Und ihr könnt dann mit dem Geld machen, was ihr wollt, was ihr für richtig haltet. Was da im Video von Chomp Chomp gemacht wurde. Der hat unten, ich glaube, Loon-Verarschung geskillt und hat das damit gemacht. Das war mir aber zu viel Mikro-Action, das mochte ich nicht. Um mal kurz aufzuzählen, wie oft ich das schon gemacht habe, den Schimpansen-Modus. Ich habe das schon ursprünglich. Ursprünglich, bevor ich hier das mit den Affendorf hier gemacht habe, da habe ich das gemacht mit hier, allen Waldgeist
und Himmelsschredder. Das war aber nicht so solide, wie ich dachte, hat mir nicht gefallen. Dann habe ich das mit den Zauberer-Phönix gemacht, das war okay, hat mir aber auch nicht so gefallen. Dann habe ich das mit Nagelteppich gemacht, das war okay, hat mir aber auch nicht so gefallen. By the way, dazu, Zauberer-Phönix funktioniert, ist halt nur unangenehm. Nagelteppich funktioniert auch, ist aber auch unangenehm. Und ich habe dann Nagelteppich gemacht, plus hier oben da, und da war trotzdem Mikro-Action, also kann man direkt Blumenverarschung machen. Und das war auch ein bisschen unangenehm. Die Taktik, die ich am interessantesten fand dabei, komischerweise, war tatsächlich mit dem Reißnagelwerfer. Ich habe viel Spaß damit gehabt, den Reißnagelwerfer auf Inferno-Ring zu stillen. Und das habe ich schon zweimal gemacht, es hat zweimal funktioniert. Ich glaube, du könntest sogar tatsächlich Moab-Beherrschung machen in dieser Taktik. Und Moab-Beherrschung könnte auch klappen. Da gibt es bestimmt viele gute Lösungen. Aber ja, das hier ist der Freestyle-Moment von dieser Challenge. Wichtig ist halt, du musst was raushauen, was die 90er Runden kaputt kriegt. Was ich mir zum Beispiel auch vorstellen kann, du könntest den hier nehmen und den zum Präventivschlag skillen. Das könnte wahrscheinlich auch funktionieren. Ist jetzt noch die Optimierung, aber ich glaube, ich hätte theoretisch auch Affenhandel nochmal machen können. Noch ein zweites Affendorf mit Affenhandel. Würde ich da essentiell was sparen? Nee, ne? Da machen wir es hier so. Ich habe den aus Effekt vorher immer unten geskillt, sekundär, aber ich will es jetzt mal mit mitprobieren. Dann oben, 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 oben. So, wir können auch Autostart jetzt anmachen. Wie gesagt, ihr könnt das machen, wie ihr wollt. Ich mache es halt mit den Reißnagelwerfer. Kann man zum One-Shotten. So, und jetzt muss man den Heli auch ein bisschen flexibler steuern. Weil jetzt musst du manchmal nach links fliegen, um was zurückzuschleudern. Jetzt glaube ich noch nicht, aber in der nächsten Runde zumindest. Ist aber eine kleine Optimierung, das kann jeder von euch hinkriegen. Und die Runde jetzt zum Beispiel, ja. Die Runde jetzt zum Beispiel, die geht einfach so kaputt. Ja, ja, ja. Bei den Gepanzerten. Bei den Gepanzerten muss man ein bisschen mithelfen. So, einfrieren nochmal. Die greifen einfach weg. Dankeschön. Das braucht man jetzt auch für die jetzige Runde. Runde 85, zack. Weil da kommen zwei Zombies, die greift man aber einfach weg. Kein Problem. Und ja, ich kann es nochmal sagen. Es macht Fun, die Taktik. Es ist Fun, eine Schimpansen-Taktik zu haben, die eigentlich simpel ist, wo du am Ende dir halt selber zusammenkramen kannst, was du machst. Das habe ich so nicht bei vielen schweren Experten-Maps. Deswegen, das ist schon lustig. Es wäre halt lustiger, wenn es halt konsistent gehen würde. Aber es ist schon lustig. Wir greifen jetzt. Gut. Der ist auch schon fast auf Stufe 5. Wir greifen jetzt den rechten weg, wenn das Spiel mich... Okay, darf ich nicht. Dann machen wir jetzt hier das so. Wir frieren nochmal ein. Okay, 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 okay. Ich friere nochmal ein. Okay. Ja. Fähigkeiten-Einsatz könnt ihr auch kreativer machen. Macht es, wie ihr wollt. So, jetzt die Runde kommt Inferno-Ring. Ist da eine große Wolke. Kann ich jetzt schon forcieren mit... Ja, zack. Inferno-Ring, so. Ist jetzt nochmal alles entspannt. Inferno-Ring kriegt eine Menge kaputt. Wir machen jetzt aber auch direkt das Affendorf noch. So. Und das skillen wir Mitte, Mitte und gleich nochmal Mitte auf Affen-Nachrichtendienst. So, den Affen-Nachrichtendienst machen wir auch primär hier für diesen Eisaffen, der mit der Eisaffe halt in der Lage ist, auch die DCs nachher einzufrieren. Wir warten jetzt kurz, können wir den Griff einfach klären oder geht's so kaputt? Ne, Griff. Okay. Drehen Nummer 1 zur Sicherheit. Gut, auf den Nachrichtendienst. So. Und jetzt sind wir auch wieder in so einem halb kreativen Bereich. Weil jetzt kann man auch ein bisschen freestylen, wie man das machen will. Jetzt für die Runde einfach den Boost von Briquel. Dann müsste das Runde 93 killen. In der Theorie. Die DCs kommen. Da. Briquel Boost. Griff. Griff noch dazu. Alles gut. Alles gut. Es sieht shaky aus, aber ich verspreche euch, das wird funktionieren. So. Jetzt machen wir noch hier unten einen Sniper. Weil ich will nachher, glaube ich, noch einen Alchemisten hier hin machen. Und ich will nicht, dass der Alchemist den Sniper boostet. Oder ich mach den jetzt schon, auch gut. Okay, Runde 94. Hier müssen wir nochmal alles raushauen. Komplizierte Runde. Wir warten mit der Mine, bis eine Menge in Reichweite ist, dass sie da fett reinballern kann. Jetzt. Boost. Jetzt ist die Runde, ne? Okay, gut. Dann machen wir jetzt hier oben, oben. Gut, der kümmert sich jetzt um die DDCs für die Runde. Das sind die ersten. Griff. Weitere Schneesturm, Boost, Mine. Und das sollte schon gewesen sein für die Runde. Ja. Ja, das ist es. Das ist es. Der Sniper ist halt auch ultra wichtig, dass er die immer. Das war brutal knapp. Das war unnötig knapp. Okay, Moment. Dann machen wir mal hier schneller werfen noch. Okay, ähnlich wie gerade.
Das war ja ganz gut von den Fähigkeiten, wie wir es gemacht haben. Also, früher Griff. So, einfrieren, hoffe ich richtig, falsch eingefriert, fantastisch. Explosion. Und ich mache dann jetzt den Boost. Bisschen aufsparen. Bisschen besseres Management von den Fähigkeiten. Ich verbessere auch mal hier so, da den Trank. Viel besser, viel besser. Okay, Runde 95 könnt ihr auch schaffen. Ihr müsst euch die Fähigkeit nur einteilen. Griff, einfrieren, Mine und dann den Boost vom Brickell. Da machen wir jetzt noch einen Ninja. So, der kommt nach hier rechts. Da gehen wir auf Mitte. Ich habe gerade Selbstbewusstsein, dass es eine Taktik ist, die funktionieren könnte, die reproduzierbar ist. Das ist ein Unterschied, Dinge auszusprechen, nicht einfach nur abends um 0 Uhr komplett übermüdet Affen anzugucken. Ist dann falsch, der Satz, ne? Guckt ihr euch abends nicht übermüdet Affen an? Weirdos. Okay, Fähigkeiten. Ich könnte jetzt viel mehr. Ich mach den Boost noch. So, ich mach den Boost da. Da ist Slow Motion. Wichtig für Runde 98. Dann machen wir jetzt noch hier. Gott, da einen hin. Das wird am Ende uns noch. Ich friere nur einen. Gut, Damage machen für uns. Und den skillen wir jetzt oben. Oben, Mitte. Aber wenn Alchemisten hier, ich kann den glaube ich auch noch ein bisschen weiter skillen. Dann macht der ein bisschen mehr Schaden. Das können wir auch noch kurz reinwerfen. Ah, jetzt hier, früher Griff. So, den anderen müssten wir auch weggreifen können, falls der jetzt nicht kaputt geht. Im Grunde wird er wahrscheinlich kaputt gehen. Aber irrelevant, ansonsten Griff. Griff. So, jetzt Runde 98. Hier bin ich mir jetzt auch nicht ganz sicher, wie stabil wir es kaputt kriegen, aber ich weiß, es geht kaputt. Okay, dann werde ich wieder die Fähigkeit ein bisschen managen. Einfrieren. Slow Motion. Bombe, Bombe, Bombe. Bombe, wenn viele Zombies da sind. Bombe. Slow Motion. Boost. Einfrieren. Griff. Zack, zack. Ah, Leute, das ist ja. Das sieht ja easy aus. Ich stelle den mal auf stärksten. Ersten. So. Der müsste dir auch die Moabs und alles blockieren. Aber es jetzt gerade sieht unfassbar easy aus, wie wir das machen. Wir frieren noch ein. Die einfache Fähigkeit nutzt uns gleich eh nichts für die Runde. Nagelsturm. Ich weiß nicht, ob ich. Darf ich Griff machen für die Runde? Ich meine, wir finden es jetzt raus. Aber es kann sein, dass ich jetzt in Runde 98 kaputt gehe. Ich weiß es nicht. Aber die einfache Fähigkeit, der friert jetzt ein für Runde 99. Welche Taste ist es? Die? Die sollte machen wir jetzt hier die Bombe. Die hat viel gekillt. Da der Boost. Timing war schlecht für den Boost. Ging trotzdem down. Okay. Vielleicht, weil der Boost jetzt nicht da ist, kriegen wir es nicht hin. Aber es müsste eigentlich funktionieren. Okay, Runde 100. Vielleicht hätte ich den Boost nicht machen dürfen. Man weiß es nicht. Nachher ist man halt immer schlauer. So. Wir tauchen auch jetzt hier nochmal auf. Bisschen extra Schaden. Wir fliegen da oben mal mit rein. Wenn der kaputt geht, können wir ja gleich noch einfrieren. Plus Slow Motion. Er muss halt nur kaputt gehen. So. Come on. Come on. Ich weiß, er geht kaputt. Er will kaputt. Einfach Slow Motion Griff. Come on. Das war's. Das hat doch funktioniert. Sehr gut. Und ja, das ist halt jetzt nach ungefähr 15 Stunden ausprobieren das solideste, was ich rausgefunden habe. Und mit den Tipps, die ich euch gegeben habe, man kann das im Schimpansenmodus schaffen. Und ja, wenn wir mal gucken vom Schaden, 500.000 Schaden, aber er hat hier einfach 1,2 Millionen Schaden gemacht. Nagelsturm wollt ihr einsetzen, wenn der Bett hier vorne ist. Nicht, wenn der hier oben ist. Das stellt sich nicht nochmal auf. Hier unten. Weil wenn der hier unten ist, frisst der halt quasi alle Nägel, die ausgespuckt werden. Und dann wollt ihr einfrieren, Slow Motion, spammen. Sobald er kaputt geht, soll es einfach gepackt werden. Und dann Griff spammen, Explosion spammen. Dann wollt ihr einfach Fähigkeiten raushauen. Das hat geklappt. Macht mich sehr, sehr happy. Runde 100. Sehr, sehr unangenehm. Aber ich glaube, wie gesagt, für den Anfang, wenn der auf stärksten ist, ist das auch ein bisschen mehr consistent für den Anfang. Als nächstes würde ich aber da eine andere Schimpansen-Map in Angriff nehmen. Ich weiß aber noch nicht welche, weil ich hasse alle, die ich noch nicht gemacht habe. Lekov habe ich geschafft, Matschwitzen, ja, ich habe halt schon viel geschafft, ne? Aber gut, Leute, wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Wenn du neu bist, lass doch mal ein Abo da. Daumen nach oben für die Mühe, wäre auch cool. Bis dahin, Leute, und ciao.